Kultursommer abgesagt. Dazu ein Gespräch mit der Leiterin der Kulturbetriebe. Am späten Nachmittag wurde der burgenländische Kultursommer, der jedes Jahr zehntausende Gäste ins Burgenland bringt, zur Gänze abgesagt. Bevor ich darüber gleich mit der Geschäftsführerin der Kulturbetriebe im Burgenland, Barbara Weiseisen-Hallwachs, spreche, hier ein Überblick von Andreas Berger. Die Oper im Steinbruch in St. Margarethen. Anfang Juli hätten hier mehr als 4.500 Gäste Platz genommen zur Premiere der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Aufgrund des Coronavirus wurde nun die gesamte Saison abgesagt. Wir müssten im Mai, gegen Ende Mai, zu Proben beginnen. Wir haben in ca. 3 bis 4 Wochen würde der Aufbau der Bühne beginnen. Da haben wir dann 20, 30 Leute zugleich hier auf der Bühne im Steinbruch. Das ist aus unserer Sicht nicht durchführbar. Und es hat auch der Bundeskanzler bei der Pressekonferenz gesagt, dass wir uns doch auch nach Mitte April auf eine längere Phase einstellen werden müssen. Das heißt, an Proben ist nicht zu denken. Doch nicht nur der Bühnenbau und die Proben wären zum Problem geworden. Wir haben ein amerikanisches Leading Team. Wir wissen nicht, wie die Reisebeschränkungen sein werden. Wir haben Sänger aus Italien, aus anderen Ländern in Europa. Auch da wissen wir nicht, wie die Reisesituation sein wird. Die Opernfestspiele sind in ihrem Schicksal nicht alleine. Auch die Seefestspiele in Mörbisch, das Opernfestival Jopera in Neuhaus am Klausenbach sowie die Konzerte des Liszt-Festivals in Reiding im Juni wurden heute abgesagt. Zumindest die Konzerte des Liszt-Festivals im Oktober sollen Stand heute stattfinden. Bitter dabei, das Aus trifft die Veranstalter zu einem Zeitpunkt, an dem die Vorbereitungsarbeiten so richtig Schwung aufgenommen haben. In St. Margarethen etwa wurden bereits mehrere Tonnen Dekomaterial angeliefert. Es ist in etwa 80-85-90% der Dekoration schon fertig. Wir haben da schon Container stehen, die mit Dekomaterial angeliefert sind. Es kommen täglich weitere Anhänger, die das Material da herbringen. Es liegt halt jetzt und jetzt muss man schauen, dass man das so sichern kann, damit das im nächsten Jahr mit möglichst wenig Schaden weiterverwendet oder aufgebaut werden kann. Denn das ist die gute Nachricht. Die für heuer geplante Oper Turandot wird auf das nächste Jahr verschoben. Die Premiere soll am 14. Juli 2021 stattfinden. Und dazu ist uns jetzt die Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland, Barbara Weiseisen-Hallwachs, direkt vor dem Kulturzentrum in Eisenstadt zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Weiseisen. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Die Absage des Kultursommers ist eine durchaus drastische Maßnahme. War eine Verschiebung keine Option? Zunächst möchte ich mal um Verständnis bitten bei allen beteiligten Personen, die ich im Vorfeld nicht persönlich informieren konnte über die aktuellen Entwicklungen. Ja. Wir haben in den vergangenen Tagen auf Hochdruck gearbeitet, um unsere Festivalveranstaltung in diesem Sommer abwickeln zu können. Aufgrund der aktuellen Ereignisse ist natürlich eine sichere Durchführung nicht gegeben und gewährleistet. Darum haben wir diese Maßnahme der Absage ergriffen. Hat es da Widerstände gegeben? Wie wurde das von den Veranstaltern, mit denen Sie Kontakt hatten, aufgenommen? Ich glaube, Widerstände, diese Frage stellt sich nicht. Ja. Ich glaube, die Gesundheit aller Mitarbeiter, Künstler, Gäste, Kooperationspartner etc. steht im Vordergrund und hat höchste Priorität. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die auf Hochdruck gearbeitet haben und unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen mit Homeoffice etc. wirklich Hervorragendes leisten. Der Kartenvorverkauf für zahlreiche Veranstaltungen hat ja schon lange begonnen. Momentan ist er natürlich sehr schleppend, der Vorverkauf. Aber was passiert mit jenen, die schon eine Karte haben? Die Tickets für alle Marken der Kulturbetriebe Burgenland werden auch künftig Gültigkeit haben für nächstes Jahr. Nachdem die Absage relativ kurzfristig entschieden wurde, arbeiten wir derzeit intern an einem System, wie wir die Abwicklung so unkompliziert als möglich gestalten können. Ja. Wir werden alle Kartenbesitzer, Kulturinteressierte auf unseren allen möglichen Kanälen informieren, wie wir die weitere Vorgehensweise planen. Ich bitte aber diesbezüglich um etwas Geduld, nachdem sich die Bearbeitungsdauer etwas verzögern kann. Für die
regionale Wirtschaft ist die Absage so vieler Festivals natürlich auch eine Hiobsbotschaft, aber auch für die hunderten Künstler, die hier aufgetreten wären im Sommer. Bekommen die eine Entschädigung? Wir sind natürlich mit unseren Künstlern in engem Austausch und versuchen, gute Lösungen für sie zu erzielen bzw. zu erarbeiten, um eine bestmögliche um die Situation bestmöglich zu meistern. Mhm. Turandot in St. Margareten wird nächstes Jahr aufgeführt. Wie schaut das mit der Westside Story bei den Seefestspielen in Mörbisch aus? Da hat es ja zwar relativ schwierig, da überhaupt die Rechte zu bekommen. Wird das auch auf nächstes Jahr verschoben? Die Aufführungsrechte für den Blockbuster Westside Story sind natürlich mit enormen Auflagen verbunden. Wir sind mit London, mit der Agentur in regem Austausch und wir erwarten eigentlich in absehbarer Zeit eine Antwort seitens der Agentur in London diesbezüglich. Wir setzen natürlich alles daran, dass wir die Westside Story 2021 aufführen können. Sie sind nicht nur für Festivals, sondern auch für Museen und die Kulturzentren zuständig. Ist geplant oder angedacht, dass man den Kulturbetrieb sozusagen ins Internet bringt, dass man Museumsbesuche im Internet zum Beispiel machen kann? Wir haben seitens der Kulturbetriebe Burgenland bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sehr kreativ ist und die Kulturvermittlung auf Online-Kanälen erarbeitet. Unser Museumsteam hat schon oder postet schon sehr fleißig auf Facebook die Kulturvermittlung. Also insofern, wir sind dabei, Szenarien und Formate zu entwickeln, die sobald als möglich online gehen werden. Frau Weißeisen, derzeit hört man ja sehr viel von Hilfsbereitschaft, von Solidarität, von privaten Initiativen, sozusagen Positives in der Krise. Auch in Ihrem Bereich, auch im Kulturbetrieb? Nachdem ich generell ein sehr positiv gestimmter Mensch bin und aus jeder noch so schrecklichen Situation was Positives mitnehme zur Weiterentwicklung, bin ich eigentlich begeistert davon, welche Initiativen und auch Aktionen derzeit aufpoppen. Und ich glaube, es ist eine Chance, neue Formate und eine neue Denkweise dadurch ins Leben zu rufen, um uns weiterzuwickeln, vor allem im Kulturbereich. Ich sehe es wirklich als große Chance. Auch für die Kulturbetriebe. Frau Weißeisen-Hallwachs, dann vielen Dank für die Informationen und alles Gute. Danke, ebenfalls auch alles Gute.